Sonne satt, so gefällt uns das Maiwetter im Allgäu schon deutlich besser. Herzlich willkommen zu den Nachrichten bei Allgäu TV, liebe Zuschauer. Wir haben heute diese Themen für Sie. Streit um Fremdenverkehrsbeiträge in Bad Wörishofen. Bürgerforum fordert mehr Öffentlichkeitsbeteiligung. Vom Profi lernen. Skateboard-Workshop für Kinder und Jugendliche in Kaufbeuren. Und schwinge mal das Tanzbein. Luege mal Moderatorin Marthe und Thompson beim Salsa-Kurs. Es ist nicht immer ganz einfach. Zur Politik und zum Fundament einer Demokratie gehören jedoch nun einmal verschiedene Meinungen und die Kompromissfindung. Wirklich kompliziert wird es allerdings, wenn keine Partei von ihrer vermeintlich richtigen Meinung abrücken will. So geschehen in Bad Wörishofen. Hier ist der Streit um die Fremdenverkehrsbeiträge zwischen Stadtrat und Bürgermeister geradezu eskaliert. Die Räte fordern den Rücktritt des Rathauschefs und er bezichtigt seine Räte der Untreue. Der Verein Bürgerforum befürchtet jetzt einen politischen Stillstand. Michael Moser ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Bürgerforums in Bad Wörishofen. Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Bürgerbeteiligung in der Kurstadt zu fördern. Und das sei gerade jetzt besonders wichtig, so Moser. Denn er befürchtet, dass sich die Verwaltung mit nichts anderem mehr beschäftigt, als mit den fehlenden fremden Verkehrsbeiträgen. Also aktuelle Themen, ganz virulent, wir hören es auch gerade im Hintergrund, das Verkehrsproblem. Ja? Wir haben hier die Hauptstraße, an der wir gerade aufnehmen, und es ist ein Megathema. Wie soll das Verkehrskonzept für Bad Wörishofen aussehen? Und es sind einfach viele Themen, die in Wörishofen nicht mehr Gehör finden, weil sie blockiert werden durch den Fremdenverkehrsbeitrag. Deswegen will das Bürgerforum jetzt die Bad Wörishofener fragen, wie ihre Stadt der Zukunft aussehen soll. Schon am 30. Juni wird es mit der Auftaktveranstaltung losgehen. Danach sollen in Workshops die Themen ausgearbeitet werden. Auf der Tagesordnung steht auf jeden Fall der Straßenverkehr. Moser sieht aber noch viele andere Baustellen. Ja, die Frage ist, was machen wir mit der Kultur am Ort? Wir haben das Festival der Nationen, das ist immer ein Highlight für Wörishofen, aber das wird möglicherweise auch überschattet durch Schlagzeilen wie die aktuellen. Das heißt, Wörishofen als ehemaliges Weltheilbad müsste sich anders positionieren. Bad Wörishofen hat es geschafft, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden. Es ist momentan nicht absehbar, dass Bad Wörishofen daraus irgendeinen Bonus für sich erwerben kann. Also wir müssten den Fokus mehr auf die positiven Dinge lenken und weg von dem, was momentan Ärger verursacht. Auch das, was momentan Ärger verursacht, wiegt schwer. Bürgermeister Paul Gruschka hat seine Stadträte bei der Staatsanwaltschaft der Untreue bezichtigt. Schon seit 2015 ist bekannt, dass die ortsansässige Therme über Jahre nur einen sehr geringen Fremdenverkehrsbeitrag gezahlt hat. Der Bürgermeister will jetzt den vollen Betrag zurück. Der Stadtrat stimmte vor kurzem zumindest einem Kompromiss zu. Der Thermenbetreiber solle rückwirkend 30% der ausstehenden Summe zurückzahlen. Der Rathauschef hält das wiederum für rechtswidrig. Seitdem dominiert das Thema die Stadtratssitzungen und das wird auch in der Bevölkerung wahrgenommen. Ja gut, es ist eine Unruhe im Stadtrat, ist klar. Aber es ist auch für meines Erachtens ist es auch ein Unrecht. Wenn der kleine Ladenbesitzer zahlen muss und das große Geld geht der Stadt verloren sozusagen, da wo wirklich was zu holen wäre, weil die Therme macht ja riesen Gewinne. Also folgedessen können sie ja auch die Beiträge zahlen. Ich finde die ganze Angelegenheit etwas bedauerlich und auch traurig für Bad Wörishofen, dass die sich nicht einigen mit dem Bürgermeister. Aber was ich gehört habe, ist auch sehr schwer zu reden mit dem Herrn Gruschka. Naja, da sind alte Seilschaften und neue Seilschaften, sagt das mal so. Und die sind sich einfach nicht einig. Und die einen wollen nicht zugeben, dass sie zugestimmt haben. Und die anderen, die wollen jetzt der neue Bürgermeister, der braucht ja auch Geld. Und dass da einfach Uneinigkeit ist. Und das ist nicht schön. Alle müssen sich mal einig werden. Bis es soweit ist, hat vielleicht auch das Bürgerforum die ersten Themen bearbeitet und in den Stadtrat eingebracht. Wir informieren Sie natürlich weiter über dieses Thema.
Etwas zu viel Information möglicherweise waren die wohl eher hilfreich gemeinten Worte einer Frau, die in Schwangau Schwäne fotografiert hatte. Sie informierte einen 77-Jährigen, der eben diese Schwäne füttern wollte, dass Passanten den Tieren bereits etwas zu fressen gegeben hätten. Offensichtlich in seinem Vorhaben gestört, reagierte der Mann äußerst aggressiv und warf sogar mit seinem Schirm nach der Frau. Diese wusste sich nicht anders zu helfen, flüchtete und verständigte sogar die Polizei. Was soll man dazu sagen? Vielleicht mein lieber Schwan. Weniger tierisch, aber auch unglaublich, ist eines unserer Themen gleich in den Kurznachrichten. Da ist ein Streit unter Arbeitskollegen im Oberallgäu eskaliert und einer der Männer wurde von seinen Kollegen sogar mit einer Whiskyflasche niedergeschlagen. Mehr dazu gleich in ATV Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Kessler. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause. Zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Vom 11. Juni bis 21. August stürmt Robin Hood mit seiner Bande Geächteter die Allgäuer Freilichtbühne. Erleben Sie ein mitreißendes Spektakel auf der spektakulären Naturbühne. Wie geschaffen für die Kulisse rund um Sherwood Forest. Infos und Karten unter 08373 92200 oder E-Mail kb@altusried.de. Von Donnerstag bis Sonntag erwartet Sie ein märchenhafter Mittelaltermarkt im schönen Schlossgarten in Türkheim. Mit Lagerleben, Konzert und Gaukelei, buntem Kinderprogramm, historischem Markt und vielen weiteren tollen Attraktionen. Und das sind die Meldungen vom 25. Mai. Bei einem Zimmerbrand in Sigmarszell ist ein Mann verletzt worden. Am Dienstagabend meldeten die Bewohner eines ehemaligen Gasthauses ein Feuer im ersten Stock. Das Schlafzimmer brannte komplett aus, die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten der Flammen aber verhindern. In dem Haus leben aktuell 16 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 2 Betreuer. Sie mussten in eine andere Unterkunft gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Vermutlich haben die beiden Zimmerbewohner das Feuer versehentlich verursacht. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Heute Nacht ist in Wertach im Oberallgäu ein 30-Jähriger mit einer Whiskyflasche bewusstlos geschlagen worden. Der Mann wurde gegen Mitternacht von Passanten in der Gründenseestraße gefunden. Er war am Abend mit 2 Arbeitskollegen essen. Auf dem Heimweg kam es offenbar zum Streit, der dann eskalierte. Die Männer ließen das Opfer danach bewusstlos liegen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Dienststelle in Immenstadt zu melden. Um die psychosoziale Krebsberatungsstelle in Kempten zu erhalten, soll jetzt das Gesundheitsministerium finanziell helfen. Das fordert zumindest der Landtagsabgeordnete Klaus Holecek.
Bis eine bundesweite Regelung zur Finanzierung gefunden werde, müsse eine Übergangslösung her, so der CSU-Politiker in einem Schreiben an das Ministerium. Wie berichtet, läuft die Anschubfinanzierung der Beratungsstelle zum Ende des Jahres aus. Die Deutsche Krebsgesellschaft kann das Angebot nicht länger finanziell unterstützen. Um die Beratungsstelle für krebskranke Menschen und ihre Angehörigen erhalten zu können, fehlen 185.000 Euro. Die Gemeinde Lauben wird den Mietvertrag mit dem Motorradclub Black Rider für einen Gasthof zum Jahresende kündigen. Das hat der Gemeinderat gestern Abend mit einer knappen Mehrheit beschlossen. Das Gasthaus wird derzeit als Clubheim der Black Rider genutzt. Ein Großteil der Räte fürchtet um den guten Ruf der Oberallgäuer Gemeinde und hat daher die Kündigung befürwortet. Gegner des Beschlusses argumentierten, dass es sich dabei um eine Vorverurteilung der Clubmitglieder handle. Wie berichtet, hatte die Polizei im April den Gasthof und mehrere Wohnungen in der Region durchsucht, nachdem der Vizepräsident des Clubs bei einem Drogengeschäft festgenommen wurde. Mittlerweile sitzen 3 Clubmitglieder in Untersuchungshaft. Laut Polizei wurden in dem Gasthof keine verbotenen Mittel gefunden. Es gebe jedoch Hinweise darauf, dass in den Räumlichkeiten Drogen konsumiert und verkauft wurden. Die Black Rider nutzen den Gasthof seit 3 Jahren. Bislang habe es keinerlei Probleme gegeben, so der Bürgermeister aus Lauben. Die Erdbeeren vom Bodensee werden in diesem Jahr teurer. Aufgrund der ungünstigen Witterung kam es bei den Beeren zu einem Wachstums- und Reifestau, so ein Sprecher der Obstbauern. Das Angebot sei daher relativ gering. Aktuell wird deshalb teils über 4 Euro pro 500 Gramm Schale berechnet. Wenn das Wetter in den nächsten Tagen besser wird, sollten die Preise aber auch wieder fallen. Generell ist der Ernteertrag jedoch rückläufig. Am Bodensee gibt es immer weniger Anbaugebiete für Erdbeeren. Der Grund sei laut Experten die fehlenden Freilandflächen und der große Aufwand bei geschrumpftem Ertrag. Das Geschäft werde sich zukünftig auf wenige Anbauer beschränken, so die Prognose. Die Stadt Memmingen wird kein eigenes Gutachten zur geplanten IKEA-Ansiedlung in Auftrag geben. Es liege bereits eine unabhängige Analyse vor, die von der Möbelkette in Auftrag gegeben wurde, heißt es aus dem Rathaus. Daher würde ein eigenes Gutachten nur unnötig Zeit und Geld kosten. Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung hat untersucht, welche Auswirkungen das Großprojekt auf die Memminger Innenstadt hat. Bei der Analyse seien sowohl Chancen als auch Risiken aufgedeckt worden, die man nun in den weiteren Verhandlungen mit der schwedischen Kette berücksichtigen wolle, so Oberbürgermeister Ivo Holzinger. Bisher haben die Stadträte nur die Erstellung eines Bebauungsplans genehmigt. Baurecht besteht allerdings noch nicht. Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim wehren sich gegen den Vorwurf, sie hätten die Rückstände bei der Gewerbesteuer vertuschen wollen. Die vertiefte Prüfung des Steueramts sei nur auf ausdrücklichen Wunsch der VG durchgeführt worden. Wie berichtet, waren der Gemeinschaft im vergangenen Herbst Bearbeitungsrückstände bei der Gewerbesteuer aufgefallen. Über Jahre hinweg waren offenbar zu wenige Steuerbescheide ausgestellt worden. Die ausstehenden Zahlungen werden jetzt rückwirkend eingefordert. Einige Fälle sind allerdings bereits verjährt. Ob für diese Einnahmeausfälle eine Versicherung greift, muss noch geprüft werden. Der Frundsberg-Festring Mindelheim erhält am kommenden Montag den Heimatpreis Schwaben von Heimatminister Markus Söder. Der Preis soll von nun an jährlich in allen bayerischen Bezirken verliehen werden. Damit werden Menschen ausgezeichnet, die sich besonders für den Erhalt von Traditionen einsetzen. Neben dem Frundsberg-Festring erhalten auch die Elbler von Bad Hindelang und die Narrenzunft Lindau den Preis. Der Landkreis Lindau ist weiterhin frei von Rindertuberkulose. Das gab das Landratsamt jetzt bekannt. Nachdem die Tiere im vergangenen Sommer von den Alpen zurückgekehrt waren, wurden sie vom Veterinäramt untersucht. Von den über 2200 Rindern zeigten bei dem Test nur 7 fragliche Hautreaktionen. Bei der anschließenden Untersuchung ergaben sich aber keine Hinweise auf TBC. Zur Sicherheit von Landwirten und Verbrauchern sollen auch nach Abschluss des Alpsommers 2016 wieder entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden. Gut 2 Monate vor dem Start der Bregenzer Festspiele sind schon 3/4 der 163.000 Karten für das Spiel auf dem See verkauft. Wegen der hohen Nachfrage wurde deshalb eine Zusatzvorstellung ins Programm genommen. Wie auch im letzten Jahr wird auf der Seebühne Puccinis Turandot gezeigt. Die Vorstellungen starten am 21. Juli. Ab dem 20. Juli gibt es Hamlet im Festspielhaus zu sehen.
Ein Jahr lang rund um die Uhr ohne Pause beten. Das ist das Ziel in der Kempner Pfarrei St. Anton. Morgen wird dort eine Gebetskette gestartet. Ein Jahr lang sollen Gläubige Tag und Nacht in der Kapelle der göttlichen Barmherzigkeit das Gespräch mit Gott suchen. Dafür sucht die Pfarrei derzeit noch Menschen, die sich an der Kette beteiligen wollen. 150 Freiwillige gibt es bislang, die regelmäßig in die Kapelle kommen wollen. Rund 170 Teilnehmer bräuchte die Pfarrei, um die verschiedenen Tageszeiten abdecken zu können. Deutschlandweit gibt es bislang nur 4 solcher Aktionen. Soweit die Meldungen vom 25. Mai und jetzt das Wetter. Sterne beobachten kann man heute Nacht leider nicht. Trotz Wolkendecke bleibt es jedoch im gesamten Allgäu trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milden 10 bis 13 Grad. Am Vormittag verziehen sich die Wolken fast komplett und es wird sommerlich warm. In Memmingen werden 19 Grad erreicht, in Sonthofen kann man sich auf Höchstwerte bis 23 Grad freuen. Nachmittags ist es etwas bewölkt. Die Sonne bahnt sich trotzdem ihren Weg und lässt die Temperaturen noch ein paar Grad ansteigen. Am Alpenrand wird es bis zu 21 Grad warm, im Oberallgäu bis zu 25 Grad. Einer Feiertagswanderung in den Allgäuer Bergen steht nichts im Wege. Es bleibt überall trocken mit leichten Wolken und Sonnenschein. Ein bisschen frisch ist es noch auf dem Nebelhorn bei Werten zwischen 5 und 14 Grad. Am wärmsten wird es auf den Gründen, da kann es bis zu 21 Grad warm werden. Das Feiertagswetter sollte man noch genießen, denn zum Wochenende hin wird es wieder schlechter. Am Freitag bleibt es zwar noch trocken, am Samstag und Sonntag werden jedoch Regenschauer erwartet. Lediglich die Temperaturen sinken nicht und bewegen sich tagsüber weiterhin zwischen 20 und 22 Grad. Wissen Sie, was ein Grind ist oder ein Kickflip? Nein, macht nichts. Bis heute kannten wir diese Begriffe auch nicht. 15 Jungs und 3 Mädchen aus Kaufbeuren und Umgebung wissen aber ganz genau, dass es sich bei diesen Worten um eines handelt: Skateboardfahren. Und das lernen die Kids gerade in einem 5-tägigen Workshop des Straßenkulturprogramms Freiflug. Riding like a pro. Oder zu Deutsch, fahren wie ein Profi. Unter keinem geringeren Motto wollen 18 Kinder einmal das oder das oder das können. Und das ist dank seiner Hilfe gar nicht so unwahrscheinlich. Denn er sorgt dafür, dass es dem Sport auf dem Brett, dem sogenannten Deck, nicht an Nachwuchs mangelt. Wir machen Skateboardkurse und Snowboardkurse für sozial benachteiligte Kinder, also für Waisen, für Geflüchtete und für bedürftige Kids. Und ich bin da zuständig dafür, dass die Workshops alle funktionieren, dass die stattfinden, wann die stattfinden, wer da dabei ist und führe auch selber Workshops durch. Ich bin also Skateboardcoach für High Five auch. Einen solchen Workshop bietet Jan diese Woche im Rahmen des Kulturprogramms Freiflug an. Aber warum wollen die Kids eigentlich Skateboard fahren lernen? Ich bin schon mal Skateboard gefahren, habe jetzt aber aufgehört, falls nur noch Longboard und jetzt will ich wieder anfangen. Ich habe auch mal geskatet wie der Gustav und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur das Longboard, das macht mir halt ein bisschen mehr Spaß und jetzt habe ich wieder Interesse für Skaten entwickelt und mag es halt auch wieder richtig lernen. Ja, ich denke mir, es können ja eigentlich nicht nur Jungs machen. Ich meine, warum sollten das nur Jungs machen? Es gibt ja keine Regel und ja, Longboard fahren tun auch viele Freundinnen von mir. Skaten jetzt nicht so viele, aber mir macht es halt einfach Spaß und deswegen habe ich mich angemeldet. Und das ist auch gut so, denn Skateboardfahren kann jeder lernen. Es ist ein Sport, der zwar allein ausgeführt wird, dennoch aber verbindet und zusammenschweißt. Gemeinsam geht alles etwas einfacher und bringt obendrein noch doppelt so viel Spaß. Es hat mir in meiner Jugend, ich fahre seit ich 12 bin oder so, einfach was zu tun gegeben, einen Sinn gegeben. Es ist ziemlich ein sinnstiftender Sport. Man ist mit Gleichaltrigen zusammen, hat eine Beschäftigung, die alle interessiert, worüber man reden kann. Ja, sowas. Also ich kann es immer machen. Ich brauche keine 11 anderen Leute, die 90 Minuten mit mir spielen müssen, sondern ich mache das, worauf ich Lust habe, ob ich es 10 Minuten mache und einen Trick übe oder ob ich den ganzen Tag skaten gehe mit meinen Freunden alleine oder mit
ganz vielen Leuten ist völlig egal, deswegen ist Skaten für mich komplette Freiheit eigentlich. Also das ist das Wichtigste. Seine Leidenschaft und Begeisterung am Skaten vermittelt Jan neben Basiswissen, Tipps zum sicheren Fahren und Tricks zum Staunen ganz nebenbei. Und außerdem lernt man beim Skateboardfahren fürs Leben. Aufeinander Rücksicht nehmen oder was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir hinfallen, dann steh nochmal auf, probier's nochmal und beim nächsten Mal wirst du es schaffen. Das sind Sachen, die ganz automatisch mitkommen und die auch ganz wichtig sind für uns. Skateboardfahren ist also mehr als nur ein Hobby. Es verbindet, weckt den sportlichen Ehrgeiz und vermittelt den Kindern vor allem eines. Wenn es mal nicht so rund läuft, macht nichts. Einfach weitermachen. Noch bis Freitag üben sich die Kids im Skateboardfahren. Nächste Woche nehmen sie dann auch an den öffentlichen Freiflugproben teil. Und zum großen Finale am 5. Juni stehen die Nachwuchsskater dann gemeinsam mit den anderen Jugendlichen auf der Bühne. Wenn auch Sie Lust auf einen großen sportlichen Wettbewerb haben, dann sollten Sie uns eine E-Mail schreiben oder anrufen. Denn wir haben eine Wildcard für den ASV Charity Golf Cup zugunsten der Allgäuer Skijugend für Sie. Am 4. Juni findet das Turnier statt. Veranstalter ist der Golfclub Waldeck-Wickensbach. Und auch wer das Golfspielen erst lernen möchte, ist bei uns richtig. Wir haben nämlich auch einen 1A-Golf-Schnupperkurs für Sie. Also, anrufen unter der 0831 930 631 11 oder Sie schicken uns eine E-Mail an gewinn@allgaeu-tv.de. Ich trainiere schon fleißig für den ASV Charity Golf Cup am 4. Juni zugunsten der Allgäuer Skijugend. Und dafür suchen wir den Allgäu TV Golfer. Wir verlosen einen Starterplatz für das Turnier. Interesse? Dann rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Aber wenn Sie kein Golfer sind, kein Problem. Unter allen Nicht-Golfern verlosen wir einen Schnupperkurs. Viel Spaß! Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Reinhard Heidel, Küche und Wohnen im Herzen von Marktoberdorf. Hier ist die Heimat von echten Spezialisten für alle Fragen rund um Küche, Küchenplanung und Esszimmer. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Zufriedenheit des Kunden. Millimetergenau kann man hier alles planen, angefangen beim Grundriss bis hin zur Form und Material der Schubladengriffe. Wir sind sehr flexibel. Bei uns steht der Kundenwunsch im Vordergrund. Bei uns heißt, wir haben nur einen Ansprechpartner, das heißt von der Grundplanung, Erstgespräch vom Kunden, über die Planung, Muster aussuchen, Angebotbesprechung, Montage, Service, ist nur ein Ansprechpartner zuständig. Der Vorteil ist, dass beispielsweise bei Küchenrenovierungen alles straff und von einer Hand organisiert werden kann. So kann die Familie schnell wieder selbst im Trautenheim kochen. Rund um Herd und Küche gibt es individuell abgestimmte, intelligente Detaillösungen. Eine in der Kochstelle integrierte Dunstabzugshaube oder besonders hygienische, kantenfrei eingebaute Kochfelder sind nur ein paar dieser Möglichkeiten. Neben solch praktischen Lösungen kümmert man sich bei Heidel aber auch um das richtige Design. Denn in vielen Häusern versammelt sich die Familie regelmäßig zum Kochen und Essen in der Küche. Schön, wenn man das dann in der passenden, gediegenen Atmosphäre tun kann. Die richtige Beratung dazu gibt es bei Heidel Küche und Wohnen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Es gibt Neues von Lurgemoll zu berichten. Musikalisch sind unsere zwei Moderatoren, Marte und Thompson, ja durchaus begabt.
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass sich das Taktgefühl der beiden auch auf das Tanzen überträgt. Aber dem ist nicht so, wie sich bei unserem letzten Lurgemoll-Dreh herausgestellt hat. Denn wir haben Marthe und Thompson zu einem Salsa-Crashkurs geschickt. Ja, mein Name ist Rudi. Zum Tanzen kommen bin ich, das war vor gut 25 Jahren. Ja, also ich bin die Evelyn, bin jetzt hier seit 2006, habe ich angefangen, habe ich damals selber einen Tanzkurs geschenkt bekommen und habe dann da einfach so richtig Spaß dran gehabt. Also ich heiße Svetlana Ganji, ich tanze seit ich 12 bin. Ja, am Tanzen ist das Besondere, man hat alles, also wie gesagt, man macht Sport. Man ist vor allem unter Leuten, das ist wie weggehen. Das ist eigentlich immer Party. Das hat mich immer sehr, sehr bewegt, sehr fasziniert, weil Tanzen ist mein Leben. Ja, wir haben heute zwei Jungs von Losemol für die Sendung Lurgemoll hier zu Gast und sind wir mal gespannt, wie sie sich anstellen beim Salsa und Bachata Crashkurs. Ja, ihr wollt heute einen Latino-Tanzkurs machen. Auf jeden Fall. Bachata bist du, oder? Alles. Genau, probieren wir mal. Das passt ja auch. Er ist sowieso voll gut da drin. Das ist meine größte Leidenschaft. Schon seit 34 Jahren. Also tatsächlich ist es wirklich so, mir hat noch nie jemand so weit gebracht, als ich zum Tanzen anfange. Und ihr habt es geschafft. Und zwar, wir beginnen auf dem rechten Fuß stehen, ich gehe auf die 1 links vor. 1, auf die 2 wieder auf rechts, auf die 3 auf den linken Fuß, auf die 4 kommt unsere erste Pause. Auf die 5, das gleiche Prinzip, aber jetzt zurück. Und zwar, beim Rückwärtsgehen gehen wir nur auf den Ball. 5, wir lassen wieder um, auf links, auf die 6, auf 7 wieder, auf den rechten Fuß. Und jetzt kommt unsere zweite Pause auf die 8. Im Prinzip schaut es so aus. 1, 2, 3, zurück. 5, 6, 7, vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total einfach. Probieren wir es mal, oder? Wir stehen auf dem rechten Fuß an. Ganz locker. Eins, zwei, drei, zurück. 5, 6, 7, vor. 1, 2, 3 und. Teilweise ist unter aller Sau. Aber nochmal, langsam. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt machen wir es mit Musiker. Oh, toll gleich. Ah, jetzt. Viel einfacher. Das war natürlich erst der Anfang. Ob die beiden den Tanzkurs ohne Brüche und andere Verletzungen überstanden haben und wie sie sich sonst so angestellt haben, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Lurgemoll. Die Sendung wird heute um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr ausgestrahlt und dann regelmäßig im Programm wiederholt. Natürlich finden Sie das Magazin auch auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Homepage www.allgäu-tv.de. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die morgige Sendung. Anlässlich des Feiertages sind wir mit der Kamera bei einer Fronleichnamsprozession dabei. Und außerdem berichten wir über ein ganz besonderes Zeltlager in Legau. Da wird nämlich nicht nur mit der Gitarre ums Lagerfeuer gesessen, da werden sogar Handelsbeziehungen geknüpft und politische Entscheidungen getroffen. Und zwar bei einem Planspiel. Mehr dazu morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.